Hallo, guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Kurzes Quickie über Elisa. Elisa war der Nachfolger Elias und als Elisa berufen wurde, war er auf dem Feld bei 12 Joch Ochsen. Er pflügte mit 12 Joch Ochsen und er selber war bei dem 12. Joch. Und als Elia ihn beruft, da wirft er ihm den Mantel über und sagt, denk dran, was ich dir getan habe und folge mir nach. Und dann geht Elisa hin und opfert dieses 12. Joch Ochsen und geht dann dem Elia nach und wird 3 Jahre lang sein Lehrling, wenn man so sagen will. Ja? Was ich interessant finde dabei ist, 12 Joch Ochsen hat Elisa über sein Feld geführt. Das ist ja fast so wie in Kanada, diese großen Pflüge, die dort über riesige Felder gehen, ja, GPS gesteuert. So muss man sich das damals vorgestellt haben. Normalerweise hatte man einen Ochsen, vielleicht zwei, aber der hatte 12 Joch, also 24 Ochsen, die er geführt hat. Das muss man erstmal machen, ja, 24 Ochsen führen. Ich weiß auch nicht, wie sowas geht, aber das war auf jeden Fall ein Großbauer, ein Großgrundbesitzer. Jemand, der was konnte, der was vor den Flug gebracht hat, wie man so schön sagt. Und all das hat er hingegeben, damit er der Nachfolger von Elia werden konnte. Und man sieht das auch bei ihm, dass er, als Elia dann nachher entrückt wird, dann sagt Elia zu ihm, du hast einen Wunsch frei, du darfst dir was wünschen. Und dann wünscht Elisa, wie ein Geschäftsmann wünscht, wie ein geistlicher Geschäftsmann wünscht. Ja, der sagt zu Elia, ich wünsche mir ein doppeltes Teil von dem, was du hattest an Gottes Geist. Ein doppeltes Teil. Und dann sagt Elia, das ist eine schwere Sache, die du gewünscht hast. Aber wenn du mich sehen wirst, wie ich mit feurigen Wagen entrückt werde in den Himmel, dann wird das so sein. Ja? Dann wird der Herr dir das geben. Und als Elia dann entrückt wird in den Himmel, dann ruft Elisa auch Wagen Israels und seine Reiter. Ja? Also er sieht, wie Elia mit feurigen Wagen in den Himmel entrückt wird und nimmt dann den Mantel Elias, geht zurück zum Jordan und nimmt den Mantel und schlägt in den Jordan und sagt, wo ist jetzt der Gott Israels? Also das, Elisa war ein Powermann, ja? Ein Alpha-Tier, ein Geschäftsmann, ein wohl erfolgreicher Geschäftsmann, sonst kommt man nicht zu 12 Joch Ochsen. Und er wünscht, wenn er von Elia gefragt wird, klar und deutlich und zielbezogen und wünscht sich nicht irgendwas, sondern wünscht sich ein Doppeltes des Geistes von Elia und bekommt das auch. Und als er zum Jordan zurückgeht, nimmt er den Mantel und schlägt in den Jordan rein und sagt, wo ist jetzt der Gott Israels? Mir gefällt das gut, weil das nicht so weibisch ist, wie wir heute die in den Predigten oftmals Jesus vorgestellt bekommen oder wie ein Christ sich verhalten soll. Elisa war ein Mann, ja, ein Mann, ein starker Mann, ein großer Mann, ein erfolgreicher Mann, trotzdem ein gläubiger Mann. Ja, jemand, der Gottes Geist hatte und zwar ein Doppeltes von dem, was Elia hatte. Diese Kombination gefällt mir gut und diese Art von Männern, die fehlen heute der Gemeinde Jesu. Die hat die Gemeinde Jesu mal gehabt, ja, als die Christenheit auf einem besseren Niveau gewesen ist, als sie heute gewesen ist. Und das ist uns allen irgendwie auch zum Vorbild, ja, diese Mannheit, Männlichkeit, seid männlich und seid stark, sagt Paulus, ja, da meint er die Frauen genauso mit, männlich und stark im Geist Gottes, ja, zuversichtlich, vorwärtsdrängend, im Rahmen Gottes, in der Zeit Gottes. Das ist eine wichtige Sache und eine gute Glaubenshaltung, die man dann hat und die man dort findet bei dem Elisa. Als Elisa dem Elia nachfolgt, stellt Elia ihn eigentlich auf die Probe, denn Elia sagt, ich muss jetzt da und dahin, willst du mir dann nachfolgen? Und dann sagt Elisa, natürlich gehe ich damit. Dann sagt er, jetzt muss ich aber da und dahin, bleib doch hier, ja. Und Elisa sagt, nein, ich folge dir nach. Und dann gibt es noch einen dritten Ort, wo er dann hin muss und Elisa folgt immer nach, ja, der bleibt dran, ja, der bleibt dran, so wie das auch bei Elisa-Typen üblich ist, ja. Und irgendwann auf dem Weg zum Jordan, wo Elia entrückt werden soll, kommen dem Elisa Prophetenschüler entgegen. Und die sagen zu Elisa, weißt du auch, dass dein Herr heute von deinen Häupten genommen wird? Und der Elisa sagt, ich weiß es wohl, schweigt nur stille, ja. Und er geht dann dem Elisa nach.
Prophetenschüler war sowas wie Bibelschüler. Leute, die auf die Bibelschule gehen, ja? Leute, die sich mit Theologie beschäftigen, die das lernen. Ja? Und das ist schon eine erstaunliche Erkenntnis. Also die waren auch scheinbar informiert und sagen zu Elisa, Elia wird heute entrückt, weißt du das? Das ist schon eine große Erkenntnis, die die hatten. Ja? Die wussten Bescheid, mit Betonung auf Wissen. Denn Wissen und Glauben sind zweierlei Dinge. Ja? Also wir beschäftigen uns ja auch mit Wissensthemen, mit Themen auch über prophetische, über endzeitliche Dinge. Wir forschen da im Alten Testament und graben tief in der Bibel, aber das ist noch nicht Glaube. Wissen und Glaube sind zwei unterschiedliche Dinge. Ich würde mir wünschen, dass das Wissen, was wir uns hier aneignen, zum Glauben führt und den Glauben stärkt. Bei den Prophetenschülern damals war das anders. Denn die kommen erst zu Elisa und sagen, weißt du auch, dass dein Herr heute von deinen Häupten genommen wird? Ja, und dann sagt Elisa, ich weiß das wohl, schweigt nur Stille. Ja. Und als Elisa dann entrückt ist, da kommen diese 50 Prophetenschüler und sagen, lass uns mal auf die andere Seite vom Jordan gehen, wir wollen mal gucken, wo der Herr den Elia hin entrückt hat, ob der vielleicht irgendwie in ein anderes Tal entrückt worden ist oder so. Und dann sagt der Elisa, mach das lieber nicht, ja, lass mal lieber gut sein. Die sagen, doch, doch, wir wollen dahin und nach hin und her und die lassen auch nicht ab, lässt Elisa sie dann gehen. Und dann kommen sie irgendwann zurück und sagen, ja, der Elisa ist wirklich weg. Ja, das hat mich ein bisschen stutzig gemacht, weil die kamen doch erst und sagten, weißt du auch, Elisa, dass dein Herr heute von deinen Häupten genommen wird? Sie wussten doch angeblich irgendwie auch davon, dass Elia entrückt würde, ja. Aber geglaubt haben sie es nicht. Und manchmal denke ich, so ist es bei uns auch, diese Diskussion um die Entrückung, Zeitpunkt der Entrückung, ob es die Entrückung gibt, ja oder nein, all diese Themen, da ist es eigentlich auch so. Man glaubt schon an die Entrückung, aber glauben wir da wirklich dran? Wissen wir, was das bedeutet, wenn auf der ganzen Welt die Gräber aufgehen und die Gläubigen, die seit 2000 Jahren in Christus waren, auferstehen werden und hinaufgerückt werden in die Wolken? Das ist schon was Großes. Und manchmal denke ich, man hat zwar dieses Wissen und wir diskutieren dann auch viel drüber. Ich kriege auch viele Kommentare, da gibt es diese Meinung und diese Kritik und jene Kritik. Ja. Die Frage ist, ob wir das glauben, was wir lesen. Auch in Bezug auf eschatologische Themen. Ja. Weißt du, dass heute dein Herr von deinen Häupten genommen wird? Und nachher haben sie es dann nicht geglaubt, als es soweit war. Und das ist so ein bisschen meine Hoffnung und mein Gebet, dass wir das nicht tun, ja, sondern dass wir verstehen, was wir da lesen, was das bedeutet, was es heißt, dass wir so tief in die Bibel hineinschauen dürfen, was es heißt, dass plötzlich klar wird, dass es nicht ums Römische Reich geht, sondern dass ein neuer Antiochus aufkommt. Was es bedeutet, dass wir verstehen dürfen, dass wenn Paulus von dem Abfall spricht, nicht irgendein Abfall, sondern im Griechischen steht da ja ein bestimmter Artikel, dass das der Abfall des Nordreichs vom Südreich ist und dass wir in diese ganze Thematik so tief hineinschauen dürfen. Das ist fast so wie bei den Prophetenschülern, ja. Da haben wir auch große Informationen bekommen, aber das muss uns zum Glauben führen, zum Glauben an Jesus Christus. Das ist kein Selbstzweck. Das Wissen bläst auf, die Liebe bessert, sagt Paulus. Wenn wir nur Wissen sammeln, dann sind wir nachher wie so Heißluftballons, ja? Viel, viel warme Luft. Und wenn man reinsticht, dann gibt es einen großen Knall und dann ist gar nichts gewesen. Und das scheint mir manchmal so, ich rede mal ganz offen, bei vielen, die so Kommentare machen, dies kritisieren und jenes kritisieren, irgendwann kommt dann gar nichts mehr. Irgendwann kommt gar nichts mehr und sie merken irgendwann, dass ihre Theologie an ein Ende kommt, ja, dass da irgendwie die Enden aber auch nicht zusammenpassen. Und so ist es eigentlich, oder so soll es bei uns eigentlich nicht sein, sondern wir forschen in der Bibel, wir sammeln auch dieses Wissen, aber das ist kein Wissen um des Wissens willen, sondern wir freuen uns darüber, dass wir durch Gottes Geist, Gottes Wort verstehen dürfen, dass wir Jesus Christus näher kommen, dass wir im Glauben bestärkt werden und sehen, dass die ganze Bibel wahr ist, ja, und zwar bis tief ins Alte Testament und bis weit in die Endzeit hinein, ist das alles Wahrheit. Das ist alles wahr. Und das freut mich gerade in so verworrenen Zeiten wie jetzt. Die werden ja immer verworrener, ja. Es wird ja immer blöder. Es wird immer absurder. Und manchmal denke ich mir, als ob Gott einen Geist ausgegossen hat, dass sie ein Geist des Irrwahns, ja, dass sie glauben der Lüge, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht gehabt haben. Die Liebe zur Wahrheit in Jesus Christus. Müssen sie in diese Lügen und diese Märchen und diese
Betrügereien reinfallen und müssen daran glauben, ja, weil sie die Liebe zur Wahrheit in Christus, zum Evangelium nicht gehabt haben. Also wir wollen das, was wir hier sammeln, was wir hier zusammentragen, nutzen, um uns im Glauben an unseren Herrn Jesus Christus zu bestärken und sagen, wenn diese Dinge alle wahr sind, die in Daniel stehen und im Richterbuch und all diese Themen, dann ist auch wahr, und ich sage das, habe das mehrfach schon gesagt, ich sage das immer wieder gerne, dass Gott das geknickte Rohr nicht bricht und den glimmenden Docht nicht auslöscht, sondern dass Gott in Christus die Schwachen zu Starken macht und die Letzten zu Ersten werden. Ja? Und nicht die, die viel wissen, im Himmelreich auch wieder vorne sind, sondern die, die Jesus lieb gehabt haben. Die, die wissen, dass ihnen viel vergeben ist, die lieben viel. Und die werden im Reich Gottes vorne sein. Und genau so ist es richtig und nicht anders. Ja? Sonst wären ja die, die hier klug sind, intelligent und viel wissen und viel reden, auch wieder die, die im Himmelreich vorne sind. Gott macht das so, wie das richtig ist. Und so wie Gott das macht, so ist das richtig. Und so geben wir Gott Recht, indem dass er uns retten musste. Und wir geben ihm Recht darin, dass er uns gerettet hat in Christus. Da möchte ich gerne auch nochmal so 2-3 Videos drüber machen. Gesetz und Gnade, Gesetz des Geistes, Glaubensnachfolge. Und vielleicht mache ich auch mal was zur Dreieinigkeit. Ja? Das ist ja auch ein stark umkämpftes Thema. Gibt es einen dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist? Sind die alle drei Gott, ja oder nein? Da wird oft gesagt, dass das nicht der Fall ist. Aber durch Gottes Geist schauen wir in die Tiefen der Gottheit hinein. Ich weiß aber, dass da schon ganz viele drüber gesprochen haben und auch ganz viele da immer noch zweifeln dran. Ich werde das auch nicht auflösen können, weil das keine Sache, auch wiederum keine Sache der Intelligenz ist, sondern eine Sache der Offenbarung Gottes durch seinen Geist. Den einen wird es geschenkt und die anderen können es nicht verstehen, wenn sie sich noch so anstrengen. Und so ähnlich war es bei den Prophetenjüngern auch. Ja, die wussten zwar Bescheid, die hatten Wissen, aber sie hatten keinen Glauben. Und Elisa, das schätze ich sehr, hat seinen 12-Zylinder verbrannt oder 24-Zylinder, muss man ja fast sagen, und ist Elia nachgefolgt und war zum Schluss in so schwierigen finanziellen Verhältnissen, dass eine Witwe ihm ein Zimmerlein einrichten musste und das auch gemacht hat. Und von Stück zu Stück, von Tag zu Tag, hat Gott durch den einen oder anderen immer wieder den Elisa versorgt. Das ist was Schönes, ja? Das ist was Feines, was man auch sehen muss. Und vielleicht hat Elisa manchmal an seinen 24-Zylinder zurückgedacht und vielleicht war er auch manchmal angefochten und hat gesagt, Mensch, wäre ich doch bei den Ochsen geblieben und hätte die übers Feld getrieben, als dass ich jetzt hier Prophet Israels bin und mit solchen Problemen da zu tun habe. Und trotzdem, glaube ich, war Elisa glücklich. Und es war gut, dass er den Weg gegangen ist, denn er war für Israel ein wichtiger und ein großer Prophet. Und zum Schluss zählt das, was in der Ewigkeit übrig bleibt. Ja? So wird der eine den Weg geführt und der andere den Weg. Es gibt auch Leute, die bleiben am Flug. Ja, und die sollen am Flug bleiben und deren Gottesdienst ist ihr Geschäft, ihre Arbeit. Das ist nicht minder wichtig wie die, die am Wort dienen. Ja, das ist gleichwertig. Und es ist deswegen gleichwertig, weil nicht wir darüber entscheiden, sondern weil Jesus Christus darüber entscheidet. Ja, und deswegen wird dem einen das gegeben und dem anderen wird das gegeben. Ja, der eine geht den Weg und der andere geht jenen Weg. Und gemeinsam sind wir Brüder und Schwestern, unterstützen uns und freuen uns in dem Glauben, den wir gegenseitig haben an Jesus Christus. Ja. Das wollte ich euch so kurz zurufen. Ich finde Elisa eine ganz tolle Persönlichkeit. Ich finde es toll, wie er den Mantel dann nimmt vom Elisa und in den Jordan rein schlägt und sagt, wo ist jetzt der Gott Israels? Also es ist einfach kernig. Ja. Der Elisa ist ein kerniger Typ. Und so Typen mag ich sehr gerne. Damit bin ich am Ende. Also zumindest mit diesem Clip, mit diesem Video hier. Ich danke fürs Einschalten. Ich wünsche euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald.